Ganz herzlich willkommen zum Auftakt der zweiten Serie der SWK Talks. In dieser Reihe beschäftigen wir uns mit den Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zur Grundschule, die in der letzten Woche veröffentlicht wurden. Das Gutachten Basale Kompetenzen vermitteln, Bildungschancen sichern, Perspektiven für die Grundschulen analysiert die aktuelle Situation in der Kita und Grundschule und schlägt in 20 Handlungsempfehlungen konkrete Maßnahmen vor, die zu einer systemischen Veränderung der Grundschule führen. Folgende Fragen stellt das Gutachten. Beispielsweise, wie müssen Lern- und Bildungsprozesse in der Kita und in der Grundschule gestaltet sein? Welche Rahmenbedingungen sind dafür notwendig? Und wie muss die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften angelegt werden? Die Vorsitzenden der Arbeitsgruppe der SWK, Professor Thiel, Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der Freien Universität Berlin und Co-Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission und Professor Dr. Michael Beckram-Motzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, werden die zentralen Ergebnisse des Gutachtens vorstellen. Im Anschluss diskutieren Sie mit Karin Prien, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und, jetzt lese ich das genau ab, Frau Prien, Ministerin für allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holsteins. Frau Prien muss sich wegen einer wichtigen Regierungsangelegenheit leider bereits um 14 Uhr verabschieden. Ab dann wird Frau Dr. Stehnke, Staatssekretärin im Kultusministerium Schleswig-Holstein, Frau Prien vertreten. Vielen Dank, dass Sie trotzdem da sind und beide da sind. Mein Name ist Isabel Sie, ich leite die Geschäftsstelle der SWK und freue mich, Sie heute durch diese virtuelle Gesprächsstunde führen zu dürfen. Nach der Präsentation, die Frau Thiel und Herr Becker-Motzek gleich beginnen werden, machen wir eine erste Fragerunde und dann werden Sie auch im Publikum Gelegenheit haben, im Chat Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie dafür die Chatfunktion und noch ein letzter kleiner Hinweis: Wir zeichnen die Veranstaltung auf und werden Sie in ein paar Tagen auch auf unserer Homepage und bei YouTube zur Verfügung stellen. Die Teilnehmerinnen sind aber nicht zu sehen. Damit können wir beginnen. Liebe Felicitas, du hast das Wort. Wir starten jetzt die Präsentation. Ja, ich möchte Sie alle auch sehr herzlich begrüßen. Freue mich sehr über Ihr Interesse und ich möchte Ihnen kurz ein paar einleitende Worte sagen zu dem Gutachten Basale Kompetenzen vermitteln, Bildungschancen sichern, Perspektiven für die Grundschule. Das ist das zweite größere Gutachten der SWK. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir bereits ein Gutachten zu Digitalisierung im Schulbereich und Hochschulbereich, Kita-Bereich veröffentlicht. Ja, wir könnten zur ersten Folie springen. Genau. Ich möchte Ihnen kurz die Mitglieder der Arbeitsgruppe zeigen. Michael Becker-Morzig und ich haben die Arbeitsgruppe koordiniert und wir haben hier die Personen, die für die jeweiligen Kapitel verantwortlich waren. Wir könnten weitergehen. Ja, was ist die Ausgangslage? Wir wissen alle, dass ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule derzeit nicht die basalen Kompetenzen erwirbt, die notwendig wären für erfolgreiches Weiterlernen, aber eben auch für gesellschaftliche Partizipation. Das betrifft ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards verfehlen, laut IQB-Bildungstrend 2021, der ja vor 3 Wochen veröffentlicht wurde. Aber es geht auch um basale psychische, sozial-emotionale Kompetenzen. Und da sehen wir beispielsweise bei der KICS-Studie des Robert-Koch-Institutes, dass hier ein Fünftel der 7- bis 10-Jährigen eben auch psychische Auffälligkeiten und ein Risiko für die psychosoziale Entwicklung zeigt. Und es ist in beiden Fällen so, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien deutlich stärker betroffen sind von den Rückständen in beiden Bereichen. Können wir noch mal weitermachen? Ja, auf dieser Grundlage hat die SWK sich darauf geeinigt, eine Zielperspektive zu definieren für die nächsten 5 bis 10 Jahren. Wir glauben, dass in der nächsten Zeit das Erreichen der Mindeststandards für alle Schülerinnen, möglichst für alle Schülerinnen, im Zentrum stehen sollte. Und das betrifft einerseits ganz konkret den Unterricht. Hier muss
ein starker Fokus gelegt werden auf basale Kompetenzen, aber auch auf sozial-emotionale Kompetenzen. Und wir glauben, dass das notwendig ist, weil diese Kompetenzen die Voraussetzung für das Lernen in allen anderen Fächern ist. Und aus unserer Sicht ist es deswegen auch wenig zielführend, wenn wir die basalen Kompetenzen und die allgemeine Bildung bzw. Persönlichkeitsbildung in einen Gegensatz bringen. Aber dazu werden wir vielleicht nachher auch noch mal diskutieren. Das Zweite ist, dass wir früher beginnen müssen. Wir müssen verbindliche Sprachforderungen, aber auch basale mathematische Forderungen schon in der Kita anlegen. Und es bedeutet nicht, dass man sozusagen das Spiel und die freie Selbsttätigkeit aus der Kita verbannt, sondern Kinder lernen in der Regel gerne und man kann das sehr gut verbinden und zwar sowohl alltagsintegriert als auch additiv. Das Dritte ist, dass wir Lehrkräfte noch besser qualifizieren müssen für Diagnose und Forderung. Es ist erforderlich, dass Lehrkräfte wissen, wo Kinder stehen, um sie zielgerichtet zu fördern. Und wenn wir uns Studien anschauen, dann sind die diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften sehr unterschiedlich. Es gibt einen Teil, der das zuverlässig einschätzen kann, einen großen Teil, dem das aber nicht zureichend gelingt. Und der vierte Punkt ist, dass wir auch die Rahmenbedingungen schaffen müssen für datenbasierte Schulentwicklung. Das ist das Modell, das funktioniert. Das sehen wir aus vielen internationalen Studien. Felicitas, wir können dich jetzt leider nicht hören. Vielleicht könnte Herr Becker-Motzek übernehmen, wenn das möglich wäre. Ja, ich kann probieren, das weiter zu sagen, was Felicitas Thiel gerade aufgerufen hat. Wir brauchen in der Tat auch eine systematische Qualifizierung der Lehrkräfte, gerade für die Diagnose, für die Verbindung von Diagnose und Förderung. Wenn es wieder geht bei dir, Felicitas, dann gibt ein Signal. Na, sie muss den Apparat wechseln. Und die letzte Perspektive, die wir haben, ist eine datenbasierte Schulentwicklung. Das heißt, die Schulen sollten die Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, das ist von Land zu Land unterschiedlich, nutzen, um ihre Schul- und Unterrichtsentwicklung weiter zu treiben. Und insgesamt empfehlen wir den Ländern auch, die Ressourcen an die Schulen sehr viel gezielter nach dem Sozialindex zuzuweisen, damit die Schulen, die wirklich auch hier besonderen Bedarf haben, weil besonders viele benachteiligte Schülerinnen und Schüler diese Schulen besuchen, auch die Möglichkeit haben, entsprechend diese Schüler zu unterstützen. Dann können wir zur nächsten Folie kommen. Das wäre auch der Punkt gewesen, an dem ich jetzt übernommen hätte, nämlich die 8 zentralen Fragen kurz vorzustellen und die Antworten und Empfehlungen, die wir darauf geben. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich habe ganz viele in der Teilnehmerliste, ganz viele Kolleginnen und Kollegen gesehen und bin gespannt auf die Fragen und Rückmeldungen. Wir beginnen mit der Übersicht. So ist das Gutachten aufgebaut. Sie sehen hier grüne Bereiche und blaue Bereiche. Die grünen Bereiche sind die thematischen Felder, die sich sehr unmittelbar auf die Arbeit in der Schule beziehen. Die blauen Bereiche darum herum sind diejenigen Bereiche, die die Rahmenbedingungen sichern. Im Zentrum unseres Gutachtens, das hat Felicitas Thiel schon gesagt, steht ein Fokus auf die basalen Kompetenzen. Und das bedeutet, dass wir empfehlen, sehr viel mehr als bisher systematisch zu diagnostizieren und zu fördern in diesem Bereich, damit wirklich alle Kinder am Ende der 4. Klasse ohne beziehungsweise mit den grundlegenden Fähigkeiten, wie sie in den Bildungsstandards beschrieben werden, zum Lesen, Schreiben und zur Mathematik den Übergang in die weiterführende Schule schaffen können. Das zweite Kapitel befasst sich dann mit der Weiterentwicklung des Bildungsmonitorings zur Sicherung der Bildungsstandards. Das ist eine große Empfehlung, nämlich an dieser Stelle deutlich nochmal zu sagen, dass die Bildungsstandards stärker noch als bisher als Teil der Unterrichtsentwicklung auch zu sehen sind und dass die Mindeststandards wirklich so etwas sind, wo ein jedes Kind Recht darauf hat, dass es die bekommt. Das klappt aber nur, wenn, und das ist die zweite große Empfehlung, entsprechend qualitätsgesicherte Diagnose- und Förderinstrumente auch bereitgestellt werden.
Der Markt, vor allen Dingen im digitalen Bereich, wird zunehmend unübersichtlich. Und hier scheint es uns notwendig zu sein, qualitätsgesicherte Diagnose- und Förderinstrumente bereitzustellen. Ein Vorbild könnte die Tool-Datenbank sein, wie sie in BizTransfer entwickelt wurde und jetzt öffentlich zugänglich ist. Der dritte Bereich, das ist uns ganz wichtig, bezieht sich darauf, dass in allen Grundschulen verbindliche Maßnahmen zur sozialen Integration und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen verankert werden, dass das sozusagen die Grundlage auch für jedes fachliche Lernen stellt. Und Felicitas Thiel hat ja gerade schon darauf hingewiesen, dass ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich Förderbedarf hat. Das vierte Kapitel, das ich hier vorstellen möchte, befasst sich dann mit der Kooperation in der Grundschule. Wir haben es zunehmend mit multiprofessionellen Teams zu tun. Hier geht es darum, dass klare Strukturen und Zuständigkeiten geschaffen werden, auch mit festen Kooperationszeiten, damit wirklich die Kooperation im Alltag und im Ganztag in der Grundschule gelingen kann. Dazu gehört natürlich auch die Kooperation mit Eltern und die Elternarbeit. Wir kommen dann zu den Bereichen, die etwas außerhalb des unmittelbaren Unterrichts liegen, nämlich mit der Professionalisierung von Lehrkräften. Hier ist auch die Wissenschaft, sind wir selbst auch angesprochen, nämlich ein phasenübergreifendes, kohärentes Kerncurriculum zu entwickeln, in dem die Studieninhalte und Fortbildungsinhalte beschrieben werden, die unverzichtbar sind, um in der Grundschule erfolgreich zu unterrichten. Der nächste Punkt betrifft dann die Schulentwicklung und die Schulleitungen. Wir wissen, dass viele Grundschulen entweder ohne Schulleitung oder unbesetzten Co-Schulleitungen auskommen müssen, dass sie vor allen Dingen aber in der Regel, vor allen Dingen bei kleineren Einheiten, kaum zeitliche oder finanzielle Ressourcen haben, um diese Aufgabe angemessen wahrzunehmen. Hier empfehlen wir, entsprechend Schulleitungen zu professionalisieren und auch Anreize zu schaffen. Und wir empfehlen darüber hinaus auch Strukturen aufzubauen, was in den Grundschulen bis jetzt noch nicht immer der Fall ist, nämlich so etwas wie Fachkonferenzen, in denen dann auch sowas wie die Unterrichtsentwicklung in den Fächern gemeinsam besprochen und verabschiedet werden kann. Das letzte Kapitel im Gutachten befasst sich mit der Reduktion schulischer Segregation. Wir haben vor allen Dingen in städtischen Ballungsräumen häufig eine Segregation mit der Folge, dass viele benachteiligte Schülerinnen und Schüler auf wenige Schulen gehen und dort ein besonders großer Unterstützungsbedarf ist. Und hier machen wir zwei Vorschläge, nämlich einmal durch eine gezielte Indikator so, gelenkte Zuweisung von Mitteln an diese Schulen Abhilfe zu schaffen. Wir machen aber auch Vorschläge, wie man die Segregation insgesamt ein wenig abmildern kann. Das erste Kapitel, das ich jetzt als letztes vorstelle, betrifft die Bildung in der Kita. Das hat zwei Gründe. Es bildet die Grundlage für das, was anschließend in der Schule passiert. Und zum anderen stellt es so etwas wie ein Gutachten im Gutachten dar, weil ja die Kita, die frühe Bildung, nicht unmittelbar in die Zuständigkeit der Kultusministerkonferenz fällt. Wir wollten aber aus fachlich-sachlichen Gründen deutlich machen, dass die Entwicklung sowohl im sprachlich als auch im mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereich natürlich nicht erst mit Eintritt in die Schule passiert, sondern dass die Kita hier einen wichtigen Bildungsauftrag hat in diesen beiden Bereichen. Und aus diesem Grund schlagen wir vor, dass auch in der Kita systematisch Konzepte zur Förderung dieser basalen Kompetenzen implementiert werden und dass auch verbindlich der Sprachstand bei den Vierjährigen diagnostiziert wird. Und wenn bei festgestellten Rückständen, daraus leiten wir dann auch ein Recht der Kinder ab, dass sie dann auch im letzten Jahr vor der Schule gezielt gefördert werden. Soweit unser Gutachten in aller Kürze. Ja, vielen Dank für diesen kraftvollen Aufschlag. Felicitas, möchtest du noch deinen Gedanken zu Ende führen, der vorhin in der Luft hängen geblieben war? Nein, nein, also das war bestens gemacht. Wir haben ja jetzt offensichtlich zwei Arten von Beeinträchtigungen, eine physiologische bei Michael und eine technische bei mir. Wir werden es mit vereinten Kräften hier versuchen. Sehr gut. Dann starten wir mit der ersten Fragerunde an Frau Prien. Liebe Frau Prien,
Was in diesem Jahr hat die KMK ja noch weitere zentrale Veröffentlichungen erhalten, den IQB-Bildungstrend zur Primarstufe. Die Ergebnisse sind teilweise bezeichnet worden als zweiter PISA-Schock, weil eben die Trends doch sehr schwerwiegend waren für einige Länder. Jetzt die Frage an Sie. Die SWK-Empfehlungen zielen ja eher auf langfristige Veränderungen ab, die eben im System wirken. In welche Richtung tendieren Ihre Überlegungen? Können die Weichen auch mit kurzfristigen Maßnahmen jetzt anders gestellt werden? Oder ist die Reform der Primarstufe eben insgesamt ein längerer Prozess? Wo wollen Sie ansetzen, um möglicherweise auch den Schülern, die jetzt schon im System sind, direkt zu helfen? Ja, vielen Dank, liebe Frau Sie, aber auch vor allem Ihnen, Frau Professor Thiel und Herr Professor Becker-Morzek, erstmal für die Arbeit der Arbeitsgruppe und die Vorlage des Gutachtens. Das ist ja schon insgesamt wirklich sehr beachtlich, dass die SWK sozusagen in ihrem ersten regulären Jahr aufgrund der Arbeitsplanung, die wir ja gemeinsam gemacht haben, nun das zweite große Gutachten vorlegt. Daneben haben Sie ja noch einige weitere Papiere uns zur Verfügung gestellt. Und ich will insgesamt sagen, dass nach meinem Eindruck dadurch die Arbeit der KMK, aber auch der Bundesländer deutlich an Qualität zunimmt. Das erstmal sozusagen vorab. Ich glaube, man muss wie immer bei einem solchen umfassenden Gutachten erstmal einmal kurz durchatmen und sich auch die Zeit nehmen zu einer vernünftigen Analyse, nämlich die Analyse auf Länderebene und auch auf KMK-Ebene zu der Frage, was von dem, was dort vorgeschlagen wird, wird in meinem Bundesland, also in dem jeweiligen Bundesland bereits umgesetzt und wo sind die größten Handlungsbedarfe. Und dann macht es, glaube ich, wirklich Sinn, im Sinne eines Handlungsplans kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und bei den langfristigen dann auch strategisch langfristige Maßnahmen umzusetzen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wohin die Vorschläge gehen, dann geht es natürlich um verschiedene Bereiche. Es ist natürlich zentral der Bereich Schule, darüber werden wir ja gleich noch sprechen, aber es ist eben auch der Bereich der Kita und auch die Frage, wie gehen Eltern auch mit der frühkindlichen Bildung um betroffen. Und da geht es natürlich auch um die Lehreraus- und Fortbildung, das heißt auch die Hochschulen und die Landesinstitute sind natürlich auch stark mit einzubeziehen in diesen strategischen Prozess. Und natürlich gibt es Maßnahmen, die sehr schnell ergriffen werden können. Das beginnt mit der Fokussierung in den Stundentafeln. Da gibt es ja auch sehr konkrete Vorschläge, auch zur Mindeststundenzahl. Das ist etwas, was man sehr schnell machen kann. Aber wir können eben auch wir können uns eben auch anschauen, welche Schulen sind besonders betroffen. Das können wir zwar nicht mit Blick auf den IQB-Bildungstrend, aber mit Blick auf Vera können wir es natürlich schon. Und dann auch sehr gezielt in den Schulen zuerst anzusetzen. Und da geht es insbesondere auch um die Frage von verpflichtender Diagnostik und verpflichtenden Fördermaßnahmen. Das ist zwar in den Bundesländern verschieden, aber wir haben ja in den Bundesländern sehr wohl gut erprobte Förderprogramme und auch gut erprobte Diagnostik. Das wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht reichen, aber es gibt eben schon eine ganze Menge, aber es muss dann eben auch eingesetzt werden. Und ich glaube, das Entscheidende wird sein, die Veränderung in der Herangehensweise. Testen tun wir ja nicht um des Testenwillens. Testen ist kein Selbstzweck, sondern Testen, ich mag lieber den Begriff Diagnostik, machen wir, um dann individuell bei jedem einzelnen Kind auch die richtigen Ansätze machen zu können, wobei mit jedem einzelnen Kind heißt nicht, dass jeder sein einzelnes Arbeitsblatt irgendwo in der Ecke des Raums ausfüllt, sondern heißt natürlich auch die Förderung im Unterricht, aber auch darüber hinaus auch additiv, da wo es notwendig ist. Und auch das lässt sich sehr schnell machen. Und dann gibt es ja einiges an sehr gut erprobten, auch relativ basalen, um noch den Begriff an der Stelle nochmal zu verwenden, Fördermaßnahmen, die man auch sehr schnell umsetzen kann. Und so würde ich sagen, ja, es gibt kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, aber es ist ein Programm, eine Aufgabe für das nächste Jahrzehnt und es ist sozusagen auch eine Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft annehmen muss. Also sozusagen das ganze Dorf muss sich um die Kinder kümmern und muss eben dafür Sorge tragen, dass sowas auch wie Lesetraining auch schon im Kleinkindalter durch Vorlesen und eine entsprechend gezielte Ansprache in der Kita
dass das eben stattfindet. Und dann, wenn wir diese Gesamtstrategie haben und alle da auch dran arbeiten, dann haben wir auch eine gute Chance, das innerhalb der nächsten Dekade zu schaffen. Ja, vielen Dank. Der Elementarbereich ist ja ein zentrales Moment, haben wir auch in der Präsentation gesehen. Sie haben als schleswig-holsteinische Bildungsministerin auch höhere Verbindlichkeiten in diesem Bereich gefordert. Und da wollte ich Sie fragen, wie Sie sich genau das quasi eigentlich vorstellen, Maßnahmen, die möglicherweise so etwas erreichen und auch, wie man eigentlich eine Lernstandserhebung oder eine Diagnostik quasi vorbereiten schon bringen kann, weil wir ja auch wissen, dass die Kinder einfach mit so unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommen, dass sie da teilweise eben schon ein bisschen im Hintertreffen sind. Haben Sie da schon konkrete Überlegungen und Vorstellungen? Wie Sie wissen, bin ich ja nicht zuständig für die Kitas. Insofern ist das etwas, was ich auch mit meiner Kollegin Frau Touré in gutem Einvernehmen und übrigens auch mit der Gesundheitsministerin zurzeit, worüber wir jetzt Gespräche führen. Wir haben gute Beispiele in der Republik. Ich finde, dass man muss die Dinge ja auch nicht immer neu erfinden, sondern man kann da hinschauen, wo Dinge gut funktionieren. Wir haben vor den Toren Schleswig-Holstein mit Hamburg ja ein Land, das sehr bewusst schon seit langem die 4,5-Jährigen untersucht und dann auch verbindliche Maßnahmen im Falle eines erhöhten Sprachförderbedarfs vorsieht. Es gibt aber auch andere Modelle mit einer deutlich vorgezogenen Schuleingangsuntersuchung und daran anknüpfende Maßnahmen. All das schauen wir uns im Augenblick an. Wir sind uns jedenfalls einig, dass wir im Umfeld unserer Perspektivschulen, das sind die Schulen, die wir mit besonderen Ressourcenzuweisungen und viel mehr unterstützen in besonders herausfordernden Lagen, dass wir an denen im Umfeld dieser Schulen auf jeden Fall mit zusätzlichem Sprachscreening und zusätzlichen Maßnahmen arbeiten wollen. Details müssen aber politisch auch noch ausgehandelt werden. Ich glaube aber, dass das Gutachten sehr deutlich zeigt, dass es ohne Verbindlichkeit nicht funktionieren wird. Daran anschließend habe ich auch eine Frage an die Wissenschaftler aus dem Chat. Und zwar geht es bei der Diagnose in der Kindertageseinrichtung darum, es dort zu machen oder geht es speziell um die Altersstufe, also dass man den Kindern im Kita-Alter quasi eine Diagnose ermöglicht. Darf ich die Frage an dich geben, Felicitas? Könntest du mal, ist eigentlich eine Frage an Michael Becker-Morzek. Es geht ja um die Diagnose sprachlicher Kompetenzen. Hamburg hat für meinen Begriff, aber das kannst du mich gerne korrigieren, Michael, ein ganz, ganz intelligentes Diagnosesystem entwickelt, das ausbalanciert, ne, die Handhabbarkeit für die Fachkräfte in der Kita und der Grundschule und die Validität. Das ist eine Kriterienliste, eine Checkliste, mit der die Kinder eingeschätzt werden in der Kita, und dann gehen die Erzieherinnen an die Schule und besprechen das mit den Grundschullehrkräften, und dann wird ein Förderbedarf festgestellt, der dann verpflichtend ist. Hamburg hat dafür die Schulpflicht reduziert, sozusagen das Alter reduziert. Andere Länder können das anders machen, da haben wir uns nicht festgelegt. Wichtig ist, dass wir verbindliche Förderung haben, weil das ein Recht der Kinder ist. Michael, habe ich was falsch gesagt oder willst du was ergänzen? Hätte ich auch so gesagt, es geht in der Tat darum, nicht nur in der Kita, sondern für alle Kinder, das war eine Frage. Und wie das umgesetzt werden kann, da gibt es unterschiedliche Modelle, die auch rechtlich zu prüfen sind. Vielleicht auch daran anschließend, Herr Becker-Motzek, wie ist das denn mit den Kindern, die eben nicht in der Kita waren und dann in die Grundschule kamen? Welche speziellen Förderangebote kann man diesen Kindern machen, wenn es denn dann diagnostische Auffälligkeiten gibt? Wird auch im Chat gefragt. Ja, vielleicht kann ich direkt eine ganze Reihe von Fragen, die im Chat jetzt anstehen, nutzen, die ja das Fachliche betreffen. Was wir nochmal deutlich machen, wir wollen, und das hat Frau Prien auch sehr deutlich gesagt, das ganze Dorf ist gefordert. Das heißt, wenn wir so einen großen Anteil von Schülerinnen und Schülern haben, die die Schule ohne das Erreichen der Mindeststandards verlassen, dann ist hier ein Fokus gegeben, damit diese Kinder nicht von Anfang an ihr Recht in der Persönlichkeitsentwicklung auf Teilhabe, auf Bildung versagt bekommen. Wir sehen darin auch überhaupt gar keinen Widerspruch dazu, dass wir in unserem Gutachten, das jetzt schon einen Umfang von 160 Textseiten hat,
dass wir nicht alle anderen Fächer mitbehandelt haben. Natürlich ist Sport ein ganz wichtiger Faktor. Das ist mein zweites Unterrichtsfach. Wer mich kennt, weiß, dass das ganz wichtig ist. Aber wir wollten nun kein 300-Seiten-Gutachten vorlegen, wo das all drin ist, sondern wir haben gesagt, wir brauchen einen Fokus. Und diese kurzfristigen Maßnahmen sind, und auch das wird angesprochen, es sind in der Tat materialgestützte, auch trainingsförmige Konzepte, die mit einem sehr kurzen Zeiteinsatz am Tag, und Hamburg hat das mit seinem Leseförderband gezeigt, es sind 20 Minuten am Tag, die benötigt werden, um wirklich Kinder aus starker sozialer Benachteiligung auf ein durchschnittliches Leseniveau zu bringen. Das bedeutet nicht, dass der Unterricht hierauf reduziert wird, sondern es bedeutet, dass das die Basis für alles andere ist. Es bedeutet auch nicht, dass die anderen Fächer weniger wert sind. Und es steht auch überhaupt nicht, auch das wird in einem Beitrag davon gesprochen, dass die Lernstandserhebungen eine Selektionsfunktion haben. Nein, die Lernstandserhebungen haben die Funktion, ein möglichst objektives Kriterium zu geben, um mir zurückzumelden als Lehrperson, ob ich mit meinen Einschätzungen richtig liege oder ob nicht mit solch einem validen Instrument ich vielleicht etwas übersehen habe, meine Schüler falsch einschätze, zu gut oder vielleicht auch zu schlecht einschätze. Das sind die Punkte, die wir mit diesen Trainings ansprechen. Und das ist ein allererster Schritt, der ohne strukturelle Maßnahmen passieren kann, der mit relativ kurzfristigen Fortbildungsmaßnahmen umgesetzt werden kann. Damit das, was wir vorschlagen, nicht erst den Kindern der nächsten oder übernächsten Generation zugutekommen, sondern möglichst bald. Vielleicht so viel zu dem, was ich bis jetzt im Chat gesehen habe und was ich gehört habe. Vielen Dank, Frau Prien. Darf ich Sie noch eine Frage fragen, bevor Sie jetzt gehen müssen? Und zwar sagt das Gutachten auch, dass die Schulleitungen eine ganz zentrale Rolle spielen für die Rahmenbedingungen, um die Mindeststandards zu erreichen und abzusichern. Gibt es in der KMK Überlegungen und auch möglicherweise Empfehlungen, wie die Schulleitungen stärker noch profiliert werden können? Wie ist da der Stand? Ja, die Erkenntnis, dass die Schulleitungen als Schulmanagement von ganz entscheidender Bedeutung sind, etwa für die Einführung einer wirklich konsistenten Diagnostik- und Förderstrategie an einer einzelnen Schule, ist, glaube ich, inzwischen bei allen, in allen Länderministerien durchgesickert und ist ja auch nicht ganz neu, aber sie ist an dieser Stelle sicherlich richtig, sodass es zum einen natürlich auf Ebene der Länder Maßnahmen gibt, die Schulleiter Fortbildung nochmal auf neue Füße zu stellen. Aber auch die KMK arbeitet hier an einem entsprechenden, an entsprechenden Empfehlungen. Und das, glaube ich, ist auch richtig. Wir haben es während der Corona-Pandemie ja an allen Ecken und Enden gespürt. Das entscheidet letztlich auch, wie wir einzelne Schulen zurechtgekommen sind mit Situationen, ist eben tatsächlich die Schulleitung. Und auch für die Frage, wie wird fortgebildet an der einzelnen Schule? Gibt es ein konsistentes Fortbildungskonzept? Gibt es auch die Einrichtung etwa von Fachkonferenzen, auch im Grundschulbereich? All solche Dinge, da spielt die Schulleitung eine entscheidende Rolle. Insofern teilen wir diese Einschätzung der SWK und arbeiten selbstverständlich auch an diesem Thema. Im Chat gibt es eine Nachfrage an dich, Felicitas. Du hast gerade gesagt, die Schulpflicht in Hamburg wurde reduziert. Da gibt es eine Nachfrage, ob das stimmt. Das habe ich missverständlich ausgedrückt, aber eine verbindliche Forderung macht natürlich erforderlich, dazu sagen, man kann ja im Kita-Bereich keine verbindliche Forderung herstellen oder durchsetzen. Insofern wurde hier eine Änderung des Schulgesetzes erforderlich im Hinblick auf die vorschulische Forderung. So wäre es präzise, genau. Ich würde gerne vielleicht auch noch einen Punkt sagen zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben ja ein Kapitel drin zur sozial-emotionalen Bildung. Das ist ja für uns ganz zentral und wichtig. Es kommen ja ganz viele Punkte, wie wichtig ist Sport, wie wichtig ist Musik. Und ich glaube, die Rolle der Schule besteht ja darin, dass man Kinder befähigt zu abstrakten Symbolgebrauch. Das betrifft sowohl die Sprache als auch die Mathematik. Und man kann es einfacher formulieren, dass wir über die Dinge, die wir tun, reflektieren.
trainieren, dass wir uns Ziele setzen. Und das ist ein Unterschied zum Sportunterricht sozusagen, des Sportunterrichts zum Sport in den Vereinen. Und deswegen ist auch die basale Kompetenz in Sprache, in Kommunikation zentral für alle Arten von Bildung in anderen Fächern. Ich würde gerne noch bei diesem Aspekt der Professionalisierung bleiben, Professionalisierung von Schulleitungen, aber auch Professionalisierung von multiprofessionellen Teams, also unterschiedlichen quasi Gruppen, Personalgruppen in den Schulen. Auch da gibt es ja quasi Empfehlungen, die im Gutachten ausgesprochen sind. Welche Maßnahmen und Formen der multiprofessionellen Kooperation sind denn denkbar, auch angesichts gerade des Lehrkräftemangels und der oft ja fehlenden zeitlichen Ressourcen? Felicitas, wie stellt sich da die FWK auf? Ja, genau. Multiprofessionelle Teams sind ja etwas relativ Neues und viele fremdeln auch noch mit der Notwendigkeit, dass Lehrkräfte mit anderen Professionen zusammenarbeiten müssen. Das ist in anderen Bereichen schon lange der Fall. Und man kann das etwa natürlich sehr gut sehen an den Kindern mit besonderem Förderbedarf, an den Förderplänen, wo es ganz unverzichtbar ist, dass die Förderung über den Unterricht hinausgeht in den Ganztag und wo man sich eben absprechen muss. Das bringt alles nichts, wenn jeder im Grunde sozusagen nur seine professionelle Brille aufsetzt und an jedem Ende irgendwas anderes gemacht wird an diesem Förderstrang. Insofern ist es ganz wichtig, aber wir können auch, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen von diesen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben mit den multiprofessionellen Teams. Es wird ja in Zukunft der Unterricht wahrscheinlich auch anders aussehen. Wir werden verstärkt digitale Tools nutzen und man muss sich auch überlegen, gibt es dann Personen, die eher in Assistenzfunktionen unter der Anleitung einer Lehrkraft stärker mit in den Unterricht eingebunden werden. Das muss man sich genau anschauen. Aber ich glaube, diese multiprofessionellen Teams, die sind absolut eine Gelingensbedingung für die Art von Unterricht, die wir vorschlagen, nämlich diagnosebasiert, materialgestützt und entlang einer Förderstrategie, die auch den Ganztag umfasst. Hallo und herzlich willkommen, Frau Stehnke. Schön, dass Sie jetzt da sind. Frau Prien konnten wir es leider nicht mehr auf Wiedersehen sagen. Daran gleich anknüpfend, also Kooperation, Eltern, pädagogisches Personal, Grundschulkräfte. Frau Prien hat vorhin gesagt, sie sei ja gar nicht für quasi auch bestimmte Personalformen zuständig. Oft ist ja auch die Nachmittagsbetreuung in anderer Hand. Welche Formen quasi der engeren Zusammenarbeit multiprofessionell können Sie sich quasi auch in Schleswig-Holstein oder allgemein vorstellen? Ja, wir haben in den Ländern ja erstmal Hallo an alle. Wir haben ja in den Ländern durchaus unterschiedliche Modelle, gerade auch in den Grundschulen schon auf den Weg gebracht. Also wir haben zum Teil in den Ländern beispielsweise so etwas wie schulische Assistenzkräfte, die dabei unterstützen, gerade auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Inklusion. Wir haben natürlich auch dort Schulsozialarbeit. Wir haben verschiedene Personen, die jetzt auch während der Pandemie unterstützt haben und den Unterricht mit begleitet haben, ganz bewusst begleitet haben, nicht ausgerichtet haben. Und ich glaube, hier müssen wir jetzt zukünftig weiter schauen, wie wir das verstetigen können, aber wie wir auch dann eine gute Teamstruktur an Schule schaffen. Ich glaube, das ist für Schulen noch eine große Herausforderung, diese Bereiche gut zusammenzubinden. Herr Becker-Motzek hat das eben auch gesagt, dass es tatsächlich auch ja darauf ankommt, dass es eine einheitliche Gestaltung gibt, dass man sich untereinander abspricht, dass man auch beim Ganztag sich eben nicht das Kind beziehungsweise die Tür in die Hand gibt, sondern dass man darüber spricht, was es für Bedarfe, für Unterstützungsbedarfe gibt, aber dann auch am nächsten Tag eine Rückkopplung hat. Wir haben beispielsweise in Schleswig-Holstein bei den schulischen Assistenzen gesehen, die wir jetzt seit 2017 im System haben. Das haben wir evaluiert und wir haben gesehen, dass es sehr wohl eine gute Arbeitsteilung geben kann, die auch gut von allen Seiten gelebt wird und die auch als ausbaufähig angesehen wird. Aber das ist eine zentrale Aufgabe. Da kommen wir zu dem Punkt zurück, der Aufgaben und der Verantwortung von Schulleitungen, hier genau zu steuern, die Personen miteinander ins Gespräch zu bringen, aber beispielsweise auch die Personen, die nicht vom Land, sondern von anderen Trägern angestellt sind, ebenfalls mit in schulische Strukturen wie in Konferenzen oder in Fallbeziehungen
Teilbesprechungen mit zu integrieren und dadurch eben auch ein gemeinsames Miteinander an Schule zu schaffen. Ich glaube, hier gilt es generell, die Kooperationsformen zu überdenken und weiterzuentwickeln. Aber in vielen Ländern sind dafür Ansätze vorhanden und die werden, glaube ich, jetzt durch das Gutachten und durch die Empfehlungen nochmal bestätigt und auch bestärkt und sind, glaube ich, sehr ausbaufähig. Pardon, ich habe meinen Stummschaltknopf gerade nicht gefunden. Ich habe eine Frage, die, glaube ich, so brisant ist, dass Sie alle beantworten könnten. Einmal quasi der Reihe nach. Also die Empfehlungen 20 an der Zahl sind sehr gewichtig und auch sehr durchdacht. Aber angesichts des Personalmangels wird gefragt im Chat und auch der Nöte der Schulen, ihren Betrieb in der letzten Zeit überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Welche Chancen sehen Sie da, dass das umgesetzt wird? Und die Frage würde ich gerne wirklich im Kreis, Herr Becker-Montzek, Frau Stehnke, Felicitas Thiel, einmal herumgeben, wie Sie das einschätzen. Es findet ja Unterricht statt und es sind so viele Lehrkräfte im System wie noch nie. Wir haben Probleme, das ist nicht zu leugnen. Aus dem Grunde werden wir uns nächstes Jahr auch mit dem Gutachten zur Frage der Lehrkräftegewinnung befassen. Die Schülerzahl ist immer noch geringer als 1990. Mit anderen Worten, es findet Unterricht statt bei allen Problemen und da geht es darum, dass der Unterricht, der stattfindet, gut gemacht wird. Und dafür machen wir unter anderem konkrete Vorschläge, was man dazu nutzen kann. Und insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen in der Fläche umgesetzt werden können, denn in verschiedenen Programmen werden sie auch jetzt schon umgesetzt, mit Erfolg umgesetzt. Viele Länder haben sich ja auf den Weg gemacht. Lesen macht stark in Schleswig-Holstein, die starke Basis in Baden-Württemberg, um nur zwei Beispiele aus dem Norden und dem Süden zu nennen, sind Beispiele dafür, was man jetzt schon konkret im Unterricht tun kann. Frau Stehnke, Sie machen sich bestimmt auch Gedanken darüber. Ja, wir machen uns sehr viele Gedanken darüber und wir haben natürlich auch viele Maßnahmen ergriffen, beispielsweise auch tatsächlich nochmal an den Universitäten geschaut, dass wir tatsächlich unsere Studienplätze gut besetzen können, dass wir die Besetzungsverfahren gut auf den Weg bringen, dass wir aber auch das Studium und den Verlauf des Studiums gut begleiten und schauen, dass die Studierenden, die beispielsweise Praxiserfahrungen machen, diese Praxiserfahrungen gut auswerten können und dann gut zu Abschlüssen kommen. Also so von der Seite der Sicherung des Lehrkräftenachwuchses sieht es, glaube ich, insgesamt gar nicht so schlecht aus. Es gibt weiterhin ein großes Interesse daran, das Grundschullehramt auch zu studieren. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir in Schleswig-Holstein haben. Und ich glaube, wenn wir direkt und konkret in die Schulen schauen, ist es auf der einen Seite so, dass es sehr differenziert betrachtet werden muss. Wir haben durchaus Regionen, in denen wir überhaupt keinen Lehrkräftemangel im Bereich der Grundschule haben. Wir haben aber andere Regionen, in denen es ein bisschen schwierig ist. Das hat auch was zu tun mit Stadt-Land-Gefällen. Das hat etwas zu tun mit der Entwicklung in den Regionen. Da sind wir sehr intensiv dabei, auch mit den Schulträgern, mit den Landkreisen gemeinsam Programme aufzusetzen, um hier den Bedarfen Rechnung tragen zu können. Und ich glaube, und das wäre eigentlich mein wichtigstes Argument, ich glaube, es geht darum, guten Unterricht zu machen. Und diejenigen, die da sind, die müssen wir dabei unterstützen, dass sie alles nutzen können, was an Wissen vorhanden ist, was auf dem Markt vorhanden ist. Herr Becker-Motzek hat eben die BIS-Tools, die Tools aus BIS-Transfer angesprochen, die in Schulen einfach häufig gar nicht bekannt sind, wo ich denke, da haben wir eine Aufgabe, die Landesinstitute haben eine Aufgabe, den Schulen auch zu sagen, was wirkt, zu sagen, das ist wissenschaftlich basiert, da gibt es eine wissenschaftliche Evidenz, damit könnt ihr gut arbeiten. Ihr könnt an verschiedenen Stellen auch digitale Tools einsetzen. Wenn das schlau und gut gemacht ist, ist das auch nicht in der ersten Sekunde, aber in der fünften und in der zehnten Sekunde eine Entlastung für Lehrkräfte. Auch da ist es ja oft so, dass man sich mit einem neuen Verfahren auseinandersetzen muss. Das ist dann erstmal oder erscheint als Mehrarbeit, erweist sich dann aber hinterher als eine Möglichkeit, durchaus auch mal zu differenzieren und Schülerinnen und Schüler unterschiedlich mit Aufgaben und Anforderungen zu versorgen, also auch damit die Differenzierung umzusetzen. Und ich glaube, all das sind Dinge, die müssen wir mit den Schulen diskutieren. Ich halte nicht so viel davon,
sondern jetzt von oben herab zu sagen, so wird es jetzt gemacht, guckt euch das Gutachten an und jetzt starten wir los. Wir brauchen jetzt gute Arbeitsprozesse, um mit den Schulen, mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und diese Themen aufzunehmen und dann auch dem einen oder anderen Bedarf noch entgegenzukommen. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, und auch dafür haben wir keine empirische Evidenz, dass wir jetzt Klassen kleiner machen müssen, dass wir sagen müssen, ganz grundsätzlich wird es nur gehen, wenn wir noch mehr Personal in die Schulen geben. Ich sehe es ganz genauso, Herr Brinker-Motzek hat es auch angesprochen, wenn ich es mir allein für Schleswig-Holstein angucke, haben wir in den vergangenen 6 Jahren über 2.500 zusätzliche Stellen in Schulen geschaffen. Das ist wirklich eine ganze Menge und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass wir durchaus auch noch in der schulischen Zusammenarbeit Möglichkeit haben, wie wir die Dinge gut aufsetzen können und gestalten können. Manchmal müssen wir etwas ausprobieren und vielleicht ein bisschen über den Tellerrand und ein bisschen über das hinausdenken, was wir bisher schon gemacht haben und andere Dinge ausprobieren. Dabei wollen wir die Schulen jetzt unterstützen und auch mit ihnen gemeinsam dort neue Wege gehen. Dass es eine Herausforderung ist, wie immer, wenn man Ergebnisse bekommt und Empfehlungen bekommt, die einen großen Auftrag geben. Ich glaube, das kann keiner kleinreden, aber ich glaube auch nicht, dass es Dinge sind, vor denen wir verzagen müssen oder sagen müssten, das werden wir ganz bestimmt nicht hinbekommen. Das sehe ich nicht so. Ja, ich kann nahtlos anschließen. Ich sehe das genauso, dass der Unterricht, die Qualität des Unterrichts ganz entscheidend ist für das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Aber es ist natürlich schon so, dass wir in manchen Lagen, in manchen Regionen sehr viele Quereinsteigerinnen und Seiteneinsteiger im System haben und auch sehr viele Studierende. Und mir macht das teilweise schon Sorge, weil wir natürlich, jetzt rede ich aus einer Perspektive einer Hochschullehrerin, große Schwierigkeiten haben, unser Ausbildungsprogramm auch gut durchzuführen, wenn die Studierenden parallel arbeiten. Da ist durchaus noch Verbesserungsbedarf und damit werden wir uns auch beschäftigen im nächsten Gutachten. Und das, was wir reingeschrieben haben in das Kapitel zur Kompetenz von Lehrkräften, das gilt natürlich auch für die Seiteneinsteiger. Das, was mit dem Kerncurriculum, das Michael Becker-Morzek vorher angesprochen hat, abgedeckt werden muss. Das muss auch sichergestellt sein, dass Lehrkräfte, die im Quereinstieg, im Seiteneinstieg ausgebildet werden, dass die im Grunde diese Kompetenzen auch haben. Für die Studierenden sehe ich eigentlich eher einen Vorteil bei dem Programm, das wir vorschlagen, weil wir sagen ja ganz stark, Michael hat es gerade gesagt, wir brauchen Diagnose und materialgestützte Forderung. Und das kann man eben auch machen, sozusagen, wenn man angeleitet ist in einer Assistenzfunktion. Und das fände ich gut, wenn wir uns Modelle von Unterrichtsorganisationen überlegen, wo Studierende wirklich eine Assistenzfunktion haben und nicht im Bachelor sozusagen schon eigenständig Klassen übernehmen. Und das geht aber, glaube ich, auch, wenn wir da ein bisschen vor Ort kreativ sind. Wir werden uns, wie gesagt, mit beiden Fragen beschäftigen, mit der Lehrkräftegewinnung angesichts der Mangelsituation und mit der Frage, wie können wir den Quereinstieg gut aufstellen. Das wollten wir aber jetzt nicht auch noch in dieses Gutachten integrieren. Ja, Herr Becker-Motzek, Sie haben vorhin gesagt, das Mercator-Institut hat ja von den BIS-Materialien, stellt schon viel bundesweit auch bereit. Hier ist die Frage im Chat, bundesweite Plattform, würde das helfen, mit diagnostischen Tools und Fördermaßnahmen gebündelt und vor allem auch zertifiziert Prozesse zu vereinfachen und da eben auch wieder Lehrkräfte zu entlasten und ihnen Angebote zu machen? Oder ist das was, was es eigentlich schon gibt vom Mercator-Institut? Wir haben über die Tool-Datenbank bei BIS Transfer bereits eine erste Plattform, wo solche Tools beschrieben werden. Man kann die dort noch nicht unbedingt abrufen, weil das wäre der nächste Schritt, dass die Tools dann auch zur Verfügung stehen. Soweit sind wir noch nicht, aber da ist schon mal eine Qualitätssicherung. Und ganz sicher wäre es hilfreich, wenn die Länder sich zusammenfinden würden, denn man muss nicht alle Diagnose-Tools und alle Fördertools 16 Mal neu entwickeln. Hier kann arbeitsteilig vorgegangen werden, da tut sich etwas, aber da liegt noch viel vor uns. Also das wäre sicherlich hilfreich. Da ist aber noch viel zu tun. Und ich will noch auf eine andere Frage eingehen, wenn ich darf, die Förderung der mathematischen Grundbildung in der Kita. Danach wurde gefragt. Das wird im Gutachten ausführlich angesprochen. Da wird gerade darauf hingewiesen, dass die Sprachförderung mittlerweile angekommen ist in der Kita und dass sich viele doch noch schwer tun im Bereich der Mathematik. Da sehen wir einen erheblichen Bedarf, weil auch gerade da aufgezeigt wird, dass es viele erfolgreiche Bereiche gibt, die man auch spielerisch alltagsintegriert in der Kita
auch schon in mathematisch-naturwissenschaftliche Zusammenhänge einführen kann und muss, weil die Kinder das auch wollen und gerne machen. Ja, im Chat wurde auch nach den sozial-emotionalen Kompetenzen gefragt und wie die gefördert werden. Was macht das Gutachten da für Vorschläge? Felicitas, könntest du das ausführen? Gerne. Wir müssen unterscheiden zwischen den Kindern, die sozusagen ein Risiko haben, eine Auffälligkeit, wie das die KICS-Studie zeigt, das sind ungefähr 20%, und die Kinder, die einen Förderbedarf haben, die Inklusionskinder, die wir im Unterricht versorgen müssen, das sind viel, viel weniger, 1,4%. Für alle ist natürlich wichtig, dass wir einen guten Unterricht gestalten, der eben auch das Unterrichtsklima, die Klassenführung so gestaltet, dass Kinder sich wertgeschätzt fühlen, dass sie im sozial-emotional gutes, förderliches Entwicklungsklima erleben. Wichtig ist auch, wenn wir internationale Befunde anschauen, dass wir in der Schule übergreifend Normen und Regeln definieren, die nicht von einer zur anderen Klasse wechseln, dass wir auch darauf schauen, welche Kinder sind im Peer-Kontakt, also im Freundschaftsnetzwerk ausgeschlossen. Wie kann man das fordern, dass diese Kinder integriert werden? Da gibt es sehr, sehr gute Programme, die wir auch gut beschrieben haben. Und wir glauben, viele Grundschulen machen das auch schon gut. Aber bei vielem, was wir dargestellt haben, sehen wir eben eine große Varianz. Und eine Schulleitung muss eben auch hier drauf gucken und das Lehrerkollegium, dass man hier an einem Strang zieht, dass man sozusagen dieselben Erwartungen über die Schule hinweg an die Kinder richtet und alle Kinder gut unterstützt, auch wenn das manchmal schwierig ist, auch wenn das manchmal herausfordernd ist. Und dazu brauchen wir dann natürlich auch die Unterstützungssysteme in der Jugendhilfe. Manche Länder haben das schon ganz gut gelöst mit sogenannten Notfallplänen, wenn Krisen auftauchen, aber auch im Alltag. Wir müssen dort besser werden. Wir haben vorher von multiprofessionellen Teams gesprochen, dass eben Sozialarbeiter frühzeitig einbezogen werden, wenn ich sehe, ein Kind hat große Schwierigkeiten, das Verhalten zu regulieren oder erlebt Emotionen in Auseinandersetzung mit Leistungsanforderungen wie Angst oder auch Ärger. Das kann man alles sozusagen unterstützen, aber manchmal braucht eben eine Lehrkraft, die dafür nicht ausgebildet ist, andere Professionelle, mit denen sie dann zusammenarbeiten kann. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt der datengeschützten Schulentwicklung eingehen. Der ist jetzt hier noch nicht so weit entwickelt worden. Was genau, welche Hoffnungen verbindet die SWK mit dieser datengeschützten Schulentwicklung einerseits und andererseits die Frage an Frau Steenke? Es gibt ja Instrumente wie Vera. Wie werden die eingesetzt? Kann man die noch stärker quasi zielgerichteter einsetzen, um quasi auch hier wieder den Schulleitungen und auch den Lehrkräften ein Instrument an die Hand zu geben, ihren Unterricht zu gestalten? Frau Steenke, wollen Sie anfangen mit Vera oder wollen wir umgekehrt? So. Denke, ich kann ja einmal anfangen mit Vera und vielleicht können dann Herr Becker-Morzek und Frau Thiel das noch ein bisschen erweitern und dem sozusagen noch eine weitere Perspektive geben. Wir haben ja Vera eingeführt und wir haben gesehen, dass es für manche Schulen sich immer noch nicht so ganz erschlossen hat, was sie denn eigentlich damit machen können und wie sie das eigentlich gut nutzen können. Und ich glaube, eine Erkenntnis, die wir jetzt damit schon verbunden haben, ist, dass wir oft nicht hinterlegt haben, was denn beispielsweise Förderinstrumente sind, die sich dann anschließen können, wenn man den Befund hat und wenn man gesehen hat, dass vielleicht auch in der Klasse der Lernstand jetzt sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, das ist die eine Erkenntnis, die wir jetzt schon gewonnen haben aus der Umsetzung von Vera in der Grundschule. Da wollen wir auf jeden Fall jetzt noch mehr tun und die Lehrkräfte dort mehr unterstützen und ihnen deutlich machen, wie sie gut damit arbeiten können. Ich glaube, es braucht auch noch mehr Daten als nur Vera. Ich glaube, wir müssen insgesamt zu einer Datenbasierung auch in der Grundschule kommen, die wir dabei sind, jetzt in den Ländern auf den Weg zu bringen. Wir haben verschiedene Programme aufgelegt. Es gibt ja auch ein paar Programme der Stiftungen, die uns dabei unterstützen, aus den Erfahrungen anderer Länder auch gut lernen zu können und die Dinge dann auch für uns nutzen zu können. Und wir denken sehr intensiv und fragen uns schon sehr selbstkritisch, ob wir das eigentlich richtig gemacht haben in den vergangenen Jahrzehnten. Wir fragen uns, ob wir nicht tatsächlich noch sehr viel stärker
stärker uns mit der Lernausgangslage hätten beschäftigen müssen in der Grundschule. Das ist eine Diskussion, die gerade in Schleswig-Holstein, aber ich glaube auch in anderen Ländern sehr virulent ist. Also ich glaube, es gab mal eine Zeit, da hatte man über Vera Null nachgedacht. Das ist dann irgendwie wieder ein bisschen versandet. Das wollen wir jetzt nochmal wieder ausbuddeln, um in diesem Bild zu bleiben, und wollen daran noch einmal anknüpfen und schauen, ob wir tatsächlich einen guten Blick auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder haben, wenn sie denn in die Grundschule kommen, und von da aus dann auch nochmal Programme und Konzepte entwickeln, auch um Lehrkräfte ein bisschen stärker an die Datenbasierung, mit der Datenbasierung ihnen zu ermöglichen, sich mit einer Datenbasierung auseinanderzusetzen und besser darauf zu schauen, was die Bedarfe der einzelnen Kinder an dieser Stelle sind. Das wird aber, glaube ich, auch noch eine spannende Diskussion in den nächsten Monaten und ich hoffe nicht Jahren werden, weil es natürlich auch so ist, dass gerade sehr erfahrene Lehrkräfte sagen, sie können ihrer Intuition vertrauen und sie brauchen eine solche Datenbasierung nicht. Und ich glaube, das geht nochmal sehr stark an das Professionsverständnis von Lehrkräften heran, mit dem wir uns dann auch noch einmal auseinandersetzen müssen und darüber auch im Gespräch sein müssen, um tatsächlich gut zeigen zu können, dass es aber vielleicht schon wichtig ist, einen guten Blick darauf zu haben, vor allen Dingen dann auch einen guten Blick auf die Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern zu haben, weil auch da kann man intuitiv gut arbeiten, man kann aber auch intuitiv Fehler machen, indem man Kinder unter- oder überschätzt und das auch auf seiner Erfahrung basieren lässt. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir uns noch ein bisschen ehrlicher machen und dort intensiver noch miteinander im Gespräch sein. Ja, ich würde das sehr unterstützen, Frau Steenke. Da gibt Ihnen auch die Forschung zu diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften absolut recht, dass Intuition allein nicht genügt. Auch gerade um die ganz Schwachen zu erkennen und die systematischen Fehler, die sie machen, und auch die Starken im Übrigen. Und manche Lehrer können das gut, viele können es aber nicht gut. Insofern können wir darauf nicht verzichten. Und ich möchte nur anmerken, dass die Niederländer dieses Konzept der datenbasierten Unterrichtsentwicklung 2007 eingeführt haben. Und wir haben einige Studien, zum Beispiel auch zur Förderung von Lesekompetenz dazu. Man macht das formativ, das bedeutet, dass man mehrmals kurze Tests hat und dann sehen kann, wie Sie auch schon sagten, die Lernentwicklung. Und dann müssen eben die Fördermaßnahmen damit gekoppelt sein. Die Lehrkräfte müssen dann wissen, was kann ich jetzt machen, wenn ein Kind systematisch diesen Fehler macht. Und wir sehen zum Beispiel bei dieser Studie, dass die Kinder einen Lernvorteil von einem halben Schuljahr gewinnen in Deutsch, wenn die gesamte Schule das koordiniert macht und eben nicht nur eine Klasse, sondern das muss sich dann fortsetzen. Und wenn wir an Vera denken, brauchen wir eben auch stärker eine längsschnittliche Lerndiagnose, so wie das in Hamburg schon der Fall ist. Aber da denken jetzt ja auch andere Bundesländer drüber nach und es geht in die richtige Richtung. Herr Becker-Marzeck, war das eine Meldung? Wollten Sie auch noch ganz kurz, weil im Chat gerade auch steht, dass vor und früher ohne Datenentwicklung die oder Datenerhebung die Entwicklung besser war, die Lernentwicklung. Da möchte ich nur darauf hinweisen, vor 2000 hatten wir diese Daten nicht und wir hatten den PISA-Schock. Genau deswegen, weil wir uns gesamtgesellschaftlich für viel besser gehalten haben, als es war, ist für mich nochmal ein Hinweis darauf, dass wir diese Daten brauchen, um ab und zu mal auch selber zu reflektieren, wo wir jeweils stehen. Und was auch gesagt wird, natürlich braucht es Data Literacy. Man muss lernen, mit diesen Daten umzugehen und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das ist völlig richtig. Das beschreiben wir ja auch in unserem Aus- und Fortbildungsprogramm. Über ein Kapitel des Gutachtens haben wir noch gar nicht gesprochen oder kaum. Das ist die soziale Segregation, die sich eben auch teilweise bei Schulen in schwierigen Lagen zeigt. Der Bund hat ein großes Programm angekündigt, das Startchancenprogramm. Frau Steenke, darf ich Sie direkt fragen, welche Hoffnungen Sie mit diesem Programm verbinden, wenn das jetzt tatsächlich in den nächsten Jahren kommen sollte? Naja, wir freuen uns sehr auf das Programm, weil es ja etwas aufnimmt, was wir in vielen Ländern in den vergangenen Jahren auch schon auf den Weg gebracht haben. Wir haben es in unterschiedlichen Formaten, wie das eben im Föderalismus so ist, in unterschiedlichen Formaten und mit
unterschiedlichen Vorgaben auf den Weg gebracht. Und wir sind jetzt im Moment dabei, und dazu gab es jetzt schon zwei große Workshops, dass wir uns darüber verständigen, was denn das ist, was wir bisher schon gelernt haben aus den Ereignissen, aus den Vorhaben in den Ländern. Und wir wollen daraus gemeinsam Schlüsse ableiten, um dann ein Programm auf den Weg zu bringen, was aus den schon vorhandenen Programmen Erkenntnisse zieht und diese Programme dann weiterentwickelt. Und deswegen habe ich gesagt, wir freuen uns sehr darauf, weil das ein Vorhaben ist, was wir so bei gemeinsamen Bund-Länder-Vorhaben noch nie in dieser Form gemacht haben, dass wir im Vorfeld so intensiv gesprochen haben und so intensiv auch vorhandenes Wissen eingesammelt und Erkenntnisse ausgewertet haben, um daraus dann ein Programm und einen Programmprozess aufzusetzen. Und ich glaube, da können wir unsere Erkenntnislage verbessern. Wir können ganz konkret sehr vielen einzelnen Standorten Unterstützung geben. Das ist das, was wir tatsächlich sehr konkret damit verbinden. Und ich denke, wir werden aber während der Laufzeit dieses Programmes, es soll ja über 10 Jahre gehen, tatsächlich auch hier formativ evaluieren müssen und sehr schnell überlegen müssen, wie können wir die gewonnenen Erkenntnisse auch dann für alle Schülerinnen und Schüler und für alle Standorte im Land nutzen. Es hört sich natürlich verführerisch an zu sagen, da werden jetzt 4000 Standorte gefördert. Wie gesagt, wir finden das toll und wir freuen uns sehr darauf, das umzusetzen. Ich glaube aber, wir müssen stärker als bisher schneller Schlussfolgerungen daraus ziehen, wie wir das nutzen können, um insgesamt Schulen im Land helfen zu können und Schulen unterstützen zu können. Auch das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann ja nicht allein dadurch passieren, dass in Schule etwas passiert, sondern es muss flankierend in den Quartieren etwas passieren. Es muss Zusammenarbeit zwischen den Schulstandorten stattfinden. Wir müssen die Ressourcen, die wir in den Regionen haben, sehr, sehr gut nutzen, um hier den Schülerinnen und Schülern und auch ihren Familien die Unterstützung geben zu können, die sie brauchen, um tatsächlich dann an Schule partizipieren können und so viel für ihren Lernerfolg aus Schule herausziehen zu können, wie sie brauchen. Ich glaube, dazu braucht es mehr als nur die Förderung von einzelnen Schulstandorten. Aber genau das sind die Debatten, die wir jetzt im Moment haben und die wir führen, um dieses Programm gut auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, wenn wir das sehr schlau anstellen, können wir was sehr, sehr Gutes daraus machen. Vielleicht nur eine ganz kleine Ergänzung. Wir müssen schon dafür sorgen, dass auch Mittel aus diesem Programm im Unterricht ankommen. Ne, das sieht ja im Moment noch nicht so aus, dass wir wirklich auch einen Teil der Mittel verwenden, um basale Kompetenzen in Mathematik und Deutsch zu fördern, wie wir es gerade besprochen haben. Ja, Rebecca Motzek, Sie haben ja auch an einem dieser Workshops teilgenommen. Wollen Sie vielleicht noch ergänzen aus wissenschaftlicher Sicht, was Sie quasi diesem Programm auch nochmal mit in die Wiege legen können? Ja, das, was Felicitas Thiel gerade schon gesagt hat, man muss die Basis schaffen. Wir haben gesagt, ohne sozial-emotionale Stabilität geht es nicht bei den Schülerinnen und Schülern. Das ist die Grundvoraussetzung, damit man sich auf fachliches Lernen und anderes einlassen kann. Und auch dafür muss vorgesehen werden, was in dem Programm, das, was im Unterricht ankommt. Das wäre das, was ich mitgeben könnte. Und dass man die Dinge nicht neu erfinden muss, sondern es gab eine Reihe von erfolgreichen und gibt eine Reihe von erfolgreichen laufenden Bund-Länder-Programmen bis Transfer, Schumas, Lehmas, die Dinge laufen. Das muss man nicht neu erfinden. Da steht es, glaube ich, jetzt an, Bund und Ländern diese Dinge zusammenzuführen und das Beste aus jedem dann zu nutzen und es für die anstehenden Aufgaben einzusetzen. Danke. Im Chat gab es sehr viele Beiträge zu den basalen Kompetenzen, auch zu Fragen Datenerhebung und Data Literacy. Es wird weitere Talks geben zum Grundschulgutachten, wo man diese Fragen auch nochmal vertieft diskutieren kann. Es tut mir leid, dass wir jetzt heute keinen Raum hatten, alle Fragen intensiv im Einzelnen zu diskutieren. Ich glaube, insgesamt trotzdem hat man einen ersten Überblick bekommen über die Empfehlungen und aus dem Gutachten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in den folgenden Talks. Der nächste findet statt am 23. Januar, wieder um 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Dort wird es besonders um die basalen Kompetenzen und die Sicherung der Mindeststandards gehen. Aus der SWK diskutieren Frau Professor Starnert vom IQB und wieder Herr Professor Becker-Motzek vom Mercator-Institut. Und wir werden verschiedene Gäste dazu einladen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Danach werden wir etwa alle 4 Wochen weitere
Kapitel anbieten und mit Ihnen diskutieren. Jetzt bedanke ich mich erstmal sehr herzlich bei Ihnen, vor allem Frau Stehnke, Frau Prien, jetzt ja nicht mehr da, Frau Thiel, Herr Becker-Monzig, für die Beteiligung, auch Ihnen allen, liebe Teilnehmerinnen, für die rege Diskussion im Chat und wünsche Ihnen, glaube ich, jetzt schon frohe Weihnachten. Und ja, einen schönen Nachmittag. Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.